Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Ja, wir sind immer noch in Trum Deng und wir haben jetzt die Aufgabe, Nahrungsmittelvorräte zu zerstören, hier vorne im Orklager und Gefangene zu befreien. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Wir werden uns hier an diesen Sammelpunkt vorbeischleichen und direkt das Haupttor angreifen. Dann brauchen wir natürlich auch noch Waffen. Und diese sollen wir natürlich alle jetzt hier vorne kriegen. Wo sind denn meine Schutzkunden? Habe ich dafür alle verbraucht? Scheint so. Na gut, dann kriegt Edmi aber mal wieder ein Buff. Lass mich eben kurz gucken. Ja, an die Katze geht der Buff. Und dann geht's mal rein in diese Spielstube. Wir haben neue Tat, Entdeckung des Dunlands. Abgeschlossen, Erkundung von Trum Deng. Die Inventartasche machen wir mal zu. Und jetzt vergiften wir bzw. zerstören wir erstmal in aller Ruhe die Nahrungsmittelvorräte. Die es hier ja wie Sand am Meer zu geben scheint. Das sind wahrscheinlich alles Vorräte von dem zerstörten Bauernhof, der sich hier so gesehen hier einmal über den Hügel befindet. Nein, nicht durch meine Hand, aber durch etwas Krallen. Hier gibt es ja richtig viele Nahrungsvorräte. Das Lager ist übrigens in zwei Bereiche aufgeteilt. Wir haben hier vorne einmal den Bereich der Drachensippe. Und etwas weiter hinten seht ihr den Bereich der Halborks. Aber wir mähen uns jetzt erstmal gemütlich hier durch. Dann machen wir natürlich auch mal unser Radar an, denn hier sind wieder unsere Handwerkskisten versteckt. Und diesbezüglich wollen wir mal gucken, dass wir die Dinger zusammenkriegen. Oh, ich sehe gerade, wir haben wieder Symbole bekommen. Achso, das müssen wir sammeln. Okay, ich dachte, das wäre wieder irgendeine Aufgabe, womit eine automatische Quest gestartet wird. Dann haben wir ja Freitag. Ich bin gestern am Vatertag nicht dazu gekommen, Herr der Ringe aufzunehmen, weil ich mich auf einem großen Mittelalter-Musikfestival rumgetrieben habe, nämlich auf dem MPS, also das mittelalterliche Fantasiespektakulum in Raststede. War eigentlich ein sehr interessanter und vor allen Dingen sehr langer Abend, wenn man denkt, dass ich heute noch arbeiten musste. Aber was tut man nicht alles? Oh, da kann man ja mal wieder einen Blitzschlag setzen. Wir setzen Zeichen, ihr Elektriker. Da sind bloß Drachensippis. Aber hier vorne können wir noch mal reingrätschen. Vor allem, ich muss ja sagen, die Befestigungen hier sind ja eigentlich nicht das Verkehrteste. Die haben hier aktive Wachtürme stehen. Palisaden, Verteidigungsanlagen. Ist ja schon so ein bisschen fast aufgebaut wie bei uns in Life is Feudal. Wobei, ich bevorzuge lieber eine komplett begehbare Palisade, aber so wie die Jungs das hier gemacht haben, könnte man das auch machen. So, die Symbole hätten wir. Jetzt müssen wir noch ein paar Nahrungsmittelvorräte vernichten. Aber vor allen Dingen will ich an die Truhe mit Bändern ran, die hier vorne steht. H
hat auch den folgenden Aspekt, warum ich daran will. Ich will natürlich die EP, die 100, die Silbermünze und die drei Zeichen. Ah, okay, die restlichen Nahrungsmittelvorräte sind im Süden. Da nehme ich die ganze Tasche mit. Können wir alles gebrauchen. Ja, an denen sind wir vorbeigelaufen gerade eben. Also ich muss ja zugeben, so richtig was können die Jungs hier eigentlich nicht. Ah, ich will noch an die Tasche ran, deswegen muss der auch noch mal ganz kurz weg. So, das war's. Wir haben die Zeichen zusammengekriegt. Wir haben die Lebensmittelvorräte vergiftet. Und diesbezüglich kommen wir hier mal weg. Wobei, ich will jetzt nochmal kurz was überprüfen. Ich habe hier oben auch noch eine Kiste auf dem Radar gesehen. Und an die möchte ich natürlich jetzt erstmal ganz kurz ran. Die Kiste versteckt sich außerhalb des Lagers. Das ist gut. Der Außenposten der weißen Hand. Wie ihr übrigens sehen könnt, ich habe mal wieder eine U-Fest-Aufgabe angenommen, die ich komplett übersehen hatte. Die habe ich per Zufall nur gefunden, als ich gestern so noch ein bisschen gespielt habe. Ich habe zwar gestern nicht aufgenommen, aber zumindest das Fest habe ich gestern noch mal eben schnell abgeritten. Und da habe ich am Festbaum gesehen, dass es dort auch noch hier diese Aufgaben gibt, die Jubiläumsaufgaben. 7 Aufgaben muss man am Tag machen. Wird auch wieder belohnt mit legendäre EP und Julfestmünzen. In der Regel macht ihr ja 2 Rennen. Das Kartenöffnen in Bremen. Das Feuerwerk in der Nacht. Die Feuerwerksplätze am Tag. Und ja, 2 Aufgaben kriegt ihr dann halt bei der großen Keule in Thorins Halle. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, Drachen mit weißen Händen. Und natürlich, kranke Feinde sind schwache Feinde. Als nächstes haben wir die nächste Aufgabe. Böse Dinge lauern in den Schatten. Ich fürchte, dass Wölfe unsere geringste Sorge sein werden. Geht mit Guto, um den Konflikt in Trumdreng zu lösen. Ist eine Solo-Instanz, die werden wir mal eben betreten. Guto ist erzürnt über die Angriffe, die von der Drachensippe und anscheinend auch von Isengard organisiert werden und will die Angelegenheit nun selbst in die Hand nehmen. Ja, ob das eine gute Idee ist, aber wir werden jetzt erstmal Guto folgen.
Na, ob das eine gute Idee ist. Naja. Abgesandte sind ja nun mal unter der Parlamentärsflagge. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, Riagan gefällt mir irgendwie. Der Alte ist halt doch ein bisschen weiser, als man denkt. Na gut. Dann werden wir mal schauen, was sich jetzt aus diesen Dingen ergeben tut. Ich vermute einfach mal, dass wir wieder mit dem Alten im Lager sprechen müssen. Da wir ja sonst keine Folgeaufträge gekriegt haben. Ah, Guto patrouilliert hier wieder. Dann wollen wir doch mal schauen, wie es hier weitergeht. Die alte Frau des Berges sagt, wir sollten Duvodiat nicht trauen. Das ist sogar auch wieder eine sehr interessante Schlussfolgerung. Wir sollen jetzt den Abgesandten verfolgen und rausfinden, ob der Gute uns Ärger bereiten wird. Beispielsweise, indem er vielleicht sagen sollte, die Hirschsippe ist schwach, vernichtet sie. Auch wenn man das mal wirklich so betrachtet, so pralle geht's der Hirschsippe ja nun wirklich nicht. Ein paar Häuschen, die sie hier haben. Der Bauernhof zerstört, den sie mit Nahrung versorgt. Die Jagd wird auch nicht unbedingt so viel Futter bringen, wie man es braucht, um so ein Dorf durchzufüttern. Halleluja, überall sind diese Isengard-Abgesandten. Beziehungsweise die feindlichen Kundschafter von der Drachensippe. So, er wartet also auf uns. Hat er HP?
Nö, das heißt also, wir haben schon mal keinen Kampf zu befürchten. Ja, super. Während unserer Abwesenheit wurde natürlich das Dorf angegriffen, war ja klar. Na gut, wir reiten jetzt einfach mal der Straße wieder zurück. Und schauen mal, ob es da unten wirklich so schlimm aussieht, wie ich denke. Also von hier hinten scheint das Dorf noch nicht zu brennen. Ah, okay, es brennt doch. Brauchen gelegentlich etwas Hilfe. So, wir müssen die verwundeten Stadtbewohner heilen. Mal gucken, ob unsere elbische Medizin dafür ausreicht. Komischerweise, unseren Händlern und unseren Schmieden geht es natürlich wieder prächtig. Aber alle anderen der Dorfbewohner liegen im Dreck. So, und hier unten haben wir noch Huff. Diesem helfen wir natürlich auch. Und somit haben wir auch schon die erste der drei Aufgaben hier drin gelöst. Der Urgwirot möchte, dass wir Duvodiat willkommen heißen. So, hier hinten hätten wir... Mal gut, der Alte ist tot. Schade. So, das Dorf brennt. Die alte Frau des Berges sagt, wir sollten Duvodiat nicht trauen. So, wir müssen hier die Feuer löschen. Das sollten wir wohl auch hinkriegen. Ich jetzt wüsste, wo ich den Eimer herkriege. Aber erst gucken wir noch, was Guto noch haben möchte. Die Turchluth wurden vernichtet. Und wir müssen die Toten begraben. Fopp. Da ist der Erste unter der Erde. Hier ist alles okay. Ah, da hinten ist ein Eimer, den wir aufheben können. Damit müssen wir jetzt wahrscheinlich die einzelnen Feuer löschen. Das erste Feuer dürfte das hier sein. Dann geht's zum zweiten Feuer oben. Okay.
bei der Hütte. Das heißt, wir müssen jetzt jedes Mal den Eimer holen. Gut, das Feuer galt ja als gelöscht. Dann werden wir jetzt zur Hütte des Ältesten laufen, sprich die hier. Und diese ebenfalls einmal kurz löschen. Vor allem, was ich sehr interessant finde, dass die ganze Hütte brennt. Ein Eimer Wasser löscht diese. Nicht immer bewegen. So, der passende Screenshot. Das Dorf brennt. Und wir müssen noch ein weiteres Feuer löschen, nämlich im nordöstlichen Dorf. Wer weiß, vielleicht ist das jetzt das letzte Feuer. Und wir haben natürlich auch noch die letzten Toten zu bestatten, die hier vorne liegen. Ja, das ist auch das letzte Feuerchen. Jetzt begraben wir noch die letzten beiden Sippenangehörige. Damit hat die Sippe eine Frau und zwei Männer verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Und damit ist die Sippe wieder kleiner geworden. Aber jetzt... wir müssen noch die Leiche des Ältesten begraben. Und wir haben noch Blotwens Leiche. Wo soll die denn liegen? Die müsste hier vorne... Ach, da oben. Ich korrigiere mich. Zwei Männer, zwei Frauen und den Häuptling. So, dann wollen wir mit Guto sprechen. Das Dorf brennt. Aber genug Platz haben wir. Ich suche mir natürlich wieder das aus, was am meisten Silber gibt, mit 6 Silber. Wieder die mittlere Rüstung. Und natürlich getötete Hirsche. So, folgen wir Ihnen. Sprech mit Guto. So, damit haben wir jetzt 3 weitere Aufgaben, die wir hier für die Hirschsippe erledigen können, beziehungsweise genau gesagt für Guto, den neuen Häuptling. Das hätten wir einmal der schlimmste Feind der Hirschsippe. Viele böse Dinge lauern in den Schatten. Ich fürchte, dass Wölfe unsere geringste Sorge sein werden. Da hätten wir einmal wieder die Halborks. Ich habe euch ja schon gesagt, dass die ein bisschen weiter im Lager drin sind. Dementsprechend ohne Schwierigkeiten. Dann hätten wir hier die verschleppten Männer. Sprecht die Namen böser Dinge nicht aus, sonst beschwört ihr sie. Wir müssen auch noch gefangene Männer befreien, die sich in den Käfigen
in der Ork-Festung befinden, das sollten wir wohl auch ohne Schwierigkeiten hinkriegen. Und die letzte Aufgabe. Die Torchluth wurden vernichtet. Ich bete zum Ork-Gwiroth, dass wir nicht die Nächsten sein werden. Und wir müssen Rache an dem Gesandten nehmen. Also würde ich sagen, ja, suchen wir den Gesandten oder schlagen ihn einfach. Bade. Ja, wir gehen jetzt auch mit großen Schritten auf die 67 zu. Jetzt gucken wir erstmal, was wir am schwarzen Brett abgeben können. Ich habe hier so ein bisschen was gesammelt. Gucken wir erstmal, das können wir vielleicht und das können wir. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt insgesamt 49 verbogene Metallstreitkolben. Haben wir sogar verbogene Metallstreitkolben, 10 Stück. Oh nein, okay. Wir haben zwar die Aufgabe angenommen, die können wir auch abgeben, aber dafür müssen wir nach Galtreff, dem, ich würde sagen, die Hauptstadt des Dunlandes. Und, nee, da sind wir questtechnisch noch nicht. Und ich halte mich hier so ein bisschen an den Pfad. Unsere nächsten Aufgaben sind halt hier oben, im Orklager ein bisschen Unheil zu stiften. Und dann geht das weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann nach Galtreff geschickt werden oder ins Knochental. Aber ich glaube, Galtreff ist dann der nächste richtige Punkt. Aber ich sage jetzt einfach mal, egal, wir verschachern nochmal eben. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ihr seid schlecht ausgerüstet, um durch diese Lande zu ziehen. Dann haben wir wieder eine halbe Stunde im Dunland verbracht. Und ich muss eigentlich zugeben, die Runde war eigentlich sehr produktiv. Da gucken wir mal, was wir verschachern können. Bis jetzt ist es ja einiges. Und ich werde heute auf jeden Fall nochmal ein Fest machen nachher. Und da auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen Handwerk. Wie ihr gesehen habt, ich brauche neue Kampf- und Schutzkunden. Und die fertige ich am besten in Bre an. So, die letzte lasse ich zu. Die ist für Kathi gedacht, weil die ja Schneiderin ist. War gut, und eine Kasat Stahlverstärkte. Naja, wir haben Ewigkeiten keine Schlüssel mehr gekriegt. Ich hoffe, dass da mal demnächst wieder was droppen tut. So, ich logge mich an der Stelle ausnahmsweise mal hier aus. Also einmal zur Brücke mit einem schönen Bild auf das Dörfchen. Dann blenden wir noch die Namen aus. Scroll ein bisschen raus. So. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oder einen Kommentar da. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Wäre dann auch nett, mir zu sagen, warum es euch nicht gefallen hat. Und ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Und wir sehen uns auch am Samstag, weil morgen gibt es auch nochmal eine Folge. Damit hole ich dann die Donnerstagsfolge nach. Deswegen sage ich mal, schönes Wochenende und bis morgen Abend. Tschüss.